Schlaraffenland. An bestimmten Tagen gehe ich verloren. Alles an mir vergisst, dass ich hier bin, weil ich an diesen bestimmten Tagen, wenn es in Srenjanin nichts mehr zu schreien und zu schießen gibt, meine Schritte zähle. Sogar meine Stiefel sehen so aus wie Komplizen, wenn sie den ersten und den zweiten und den nächsten Schritt tun, die geheime, aber ganz bestimmt verschwiegene Zahl bis zu meinem Ort, den die Sonne, falls sie Lust dazu hat, lange wärmt. Und der Ort ist gar nicht auffällig. Man kann sagen, dass er nichts Besonderes ist. Alle marschieren und laufen an ihm vorbei, als gäbe es ihn gar nicht, als sei er Luft. Ein Steinwurf von ihm entfernt steht ein krummer Baum. Er sieht so aus, als verneige er sich, was mir sehr gefällt. Und die Besonderheit des Ortes muss mit dem Baum, mit der Kastanie zu tun haben, mit seinem Schatten, seinem Lichtspiel, dem ständigen Auf und Ab von Ameisen, die in einem Baumstammloch verschwinden und wieder aus ihm heraussprudeln. Ich setze mich hin, oh ja, auf den hart getretenen Boden. Und tatsächlich fühle ich mich golden, verbunden mit dem Geschmeide des Universums, mit Ihnen, obwohl ich doch entsetzlich klein bin. Noch kleiner ist meine Seele, die in meinem Brustkorb hüpft. Und vielleicht, es könnte doch sein, dass sie genauso fühlt wie viele. Ja, die Seele von Tausenden, die ich nicht kenne und nie kennen werde. An meinem Ort also, an diesem unscheinbaren Ort, spannen sich alle Fäden durch alle Zeiten. Ich sitze und denke und fühle mich in einer Aufgehobenheit. Und meine Hände entwischen in die Luft, in luftige Höhen. Das heißt, ich denke, was Hände alles können. Und es gefällt mir, dass die Hände eine sehr grundsätzliche Fähigkeit haben. Ich habe immer gern mit den Händen im Dreck gewühlt. Vor allem im sandigen, nassen Dreck. Drecktorten habe ich gebacken. Mit allen Fingern habe ich ganz bestimmt Köstlichkeiten aufgetürmt und mit Blättern dekoriert. Buchen- und Birkenblättern. Das ist kindisch, hat man mir gesagt. Ich weiß. Und ich habe den Dreck, ich habe ihn an meinen Fingern, den Fingerkuppen, beobachtet. Ländereien, Schlösser, Burgen mit Zinnen, Ringsaale und Flüsse, Sumpf- und Moorlandschaften mit allerlei Tieren. Ja, meine Hände, sie waren schwer und prächtig. Tropfsteinhöhlen, meine verdreckten, fingrigen Spitzen. Und Miloš klopft mir auf die Schulter, fragt, was ich tue. Und sie verstehen doch, dass ich nicht sofort antworten kann, dass ich Miloš nur anschauen kann, als hätte ich die Frage nicht verstanden. Was ich hier tue, fragt er wieder. Und ich kann nur antworten, dass ich nichts tue, nur in der Sonne sitzen. Aber warum siehst du so vergnügt aus, du komischer Kauz, als wären wir hier im Schlaraffenland? Und ich glaube nicht, dass ich antworten will. Ich möchte natürlich lieber, dass Miloš aufsteht, mich und meinen Baum, die Sonne und unsere Schatten in Ruhe lässt. Aber Miloš, er pafft mir ins Gesicht, hält sie mir hin, seine Zigarette. Zieh doch mal, wie ein Großer, sagt er. Oh, ich rauche nicht. Und dein Rauch, er stört die Ameisen. Schau mal. Und ich zeige auf den Baum, die Ameisenstraße. Ich störe die Ameisen? Mensch. Und Miloš lacht. Du bist wirklich witzig. Ich wusste gar nicht, dass sie eine empfindliche Nase haben. Und was stört sie denn, die verirrten Ameisen? Es ist einfach zu verstehen. Sie riechen mit ihren Antennen. Das kann man beobachten. Das habe ich immer beobachtet, wenn wir etwas verbrannt haben, zu Hause, in unserem Garten. Ja, ich habe es Miloš erzählt.
was die Ameisen tun und können, dass sie riechen und schmecken, dass sie unglaubliche Tiere sind. Man müsste eigentlich zu einer täglichen Verehrung der Ameisen kommen. Milosch, er hat mir zugehört. Er hat lange vergessen, an seiner Zigarette zu ziehen. Und dann hat Milosch etwas gesagt, das ich nicht genau wiedergeben kann. Aber natürlich, es hat dazu geführt, dass ich mich erklären musste. Wie ich denn dazu komme, über Ameisen zu reden? Ameisen, so hat Milosch gerufen, Ameisenstraße. Meinst du, wir sind die Ameisen? Aber Milosch, er wollte keine Antwort. Gertes, wir bauen an einem neuen Staat. Und jeder von uns ist wichtig. Das ist doch, oder? Mit einem großen Schritt machen wir Vukovar platt. In Reih und Glied marschieren wir, wirbeln Staub auf, weil sie nämlich noch existiert, die jugoslawische Volksarmee. Und zu ihr gehören wir, du und ich und alle anderen. Das willst du mir doch sagen mit deinen Ameisen, oder? So wie diese kleinen Viecher ihr Ding machen, machen wir unser Ding. Es spielt jetzt keine Rolle, ob die Sonne scheint, Tag oder Nacht ist. Wir haben unsere eigene Zeit und die heißt Siegen. Verdammt nochmal, und wenn wir fallen, kommen wir nicht in den Himmel, sondern viel weiter. Das ist es doch, was du mir sagen willst. Und Milosch, er ist aufgestanden, hat ausgespuckt, hat ein paar Schritte gemacht zum Baum hin, zündete sich eine neue Zigarette an, bückte sich, hielt die brennende Zigarette an die Ameisen. Mensch, Gartes, du hast recht, die sind wirklich aufgeregt wegen dem bisschen Rauch. Das wird uns nicht passieren, aber garantiert nicht. Und ich bin aufgesprungen. Es brauchte dazu keine Überlegung. Mit einem Satz war ich bei Milosch, habe ihm die Zigarette aus der Hand geschlagen. Und ich habe ihm ganz bestimmt erklärt, er soll die Ameisen und auch mich in Ruhe lassen. Den Baum und den Schatten, die Sonnenflecken. Er solle aus dieser Windstille verschwinden, habe ich ihm erklärt, weil er sich nicht mit ihr verträgt. Und Milosch ließ den Kiefer hängen. Er war ganz verdutzt und verwundert. Oh, ich fühlte mich so kräftig, so wunderbar muskulös, obwohl ich es ganz und gar nicht bin. Ja, ich fühlte mich sogar wie ein Meister, der seine Weisheit in einer einzigen Rede kundtut. Ich hatte plötzlich Flügel. Ich erinnere mich genau daran, an diese Flügelfreiheit, weil ich doch die Ameisen wenigstens in ihrer ganzen Winzigkeit verstand. Milosch wich einen Schritt zurück. Er holte aus. Und ich hörte nicht auf zu reden. Milosch holte aus und schlug nicht zu. Nein, er blieb stehen, mit erhobener Hand. Und als ich alles gesagt hatte, was ich sagen wollte, stand er immer noch da, wie ein altes, vergessenes Denkmal.